Ja, hallo. Guten Tag, liebe Freunde des Online-Symposiums. Es ist an der Zeit, Gesellschaft und Spiritualität. Wir läuten jetzt den Tag 3 ein. Die Videos vom Tag 2 laufen noch, aber heute Nachmittag ab 17 Uhr gibt es dann die nächste Staffel. Von der werde ich euch dann gleich berichten. Was gibt's zu sagen? Ja, gestern ist uns ein kleines Malheur passiert. Ganz viele Leute hatten sich gefreut auf den Film von Paramjothi, der ab 20 Uhr gezeigt wurde. Und leider hat dann einer von uns vergessen, den Link einzutragen in der Kongresssteuerung. Und es gab keinen Film um 20 Uhr. Und es gab dann gleich ganz viele Kommentare unter dem Video und einige E-Mails. Wo ist der Film? Wieso geht der Film nicht? Und oh, jetzt habe ich mich so gefreut. Und jetzt ist hier kein Film da. Manche Leute haben gleich schon wieder Betrug gewittert. Nee, sorry Leute, wir sind auch keine perfekten Roboter. Wir haben es dann zum Glück gleich gemerkt und haben das dann natürlich sofort repariert. Und dann konnten auch alle den Film gucken. Also sorry, tut uns sehr leid. Da haben wir nicht aufgepasst. Aber der Film ist sehr gut angekommen und er läuft auch heute noch bis 20 Uhr. Also wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, gebt euch das gerne noch wenigstens mal einen Ausschnitt, damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Das ist was ganz Besonderes. Ganz wunderschöner Film. In Eigenleistung produziert, ja, ohne Filmfirma, ohne Verleih, mit Eigenmitteln, ja, selbst gemacht, aber richtig professionell trotzdem. Und die Paramjothi würde sich sehr freuen, wenn ihr beim Cosmic Cine Film Festival euch anmeldet ab 22.04. und eine Stimme für den Film abgebt, weil da gibt es dann so ein Publikumsvoting, wo dann der beste Film gekürt wird. Also, falls euch das gefällt und ihr wollt es unterstützen, dann könnt ihr da noch was tun. So, die anderen sind auch gut angekommen. Und das seht ihr dann alles auf der Webseite. Also wir finden es total gut, wenn ihr Kommentare hinterlasst, ja, dass da mal ein bisschen auch die Stimme von euch hörbar wird und sichtbar. Also könnt ihr gerne mal eure Eindrücke dann schreiben. Ansonsten lief alles super. Wir hatten, also das ist ein sehr, sehr komplexes Ding, so einen Kongress online zu veranstalten. Also von der Technik her, auch von der Organisation her. Und es ist schon nicht so trivial, ja. Und es ist auch viel Arbeit. Und es lief aber echt gut gestern und vorgestern auch. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Toi, toi, toi. Ja, also ich bin sehr entspannt so, Gott sei Dank. Und hatte gestern, außer dieser einen kleinen Sache, keine Probleme zu bewältigen. Und also wir haben auch schon ganz, ganz viele Views von den Videos. So 10.000 etwa sind bis jetzt schon erfolgt. Wir haben 5.500 angemeldete Zuschauerinnen und Zuschauer. Was auch schön ist, ja. Und ja, wir freuen uns sehr, dass das soweit gut läuft bis jetzt. Das Symposiumspaket läuft noch schlecht. Das wird nicht so gut gekauft. Leider weiß ich nicht, wahrscheinlich wegen Corona. Also wer sich da noch ein bisschen, ja, ein Herz fassen möchte oder so, uns da zu unterstützen, weil wir haben auch natürlich einen Haufen Kosten und sehr viel Zeit investiert. Und irgendwo ist es natürlich auch ein Geschäftsmodell. Ja. Lässt sich leider nicht anders darstellen sonst, weil wir haben noch kein bedingungsloses Grundeinkommen hier und wir müssen irgendwie zusehen, von was wir leben. Ne? Aber das ist alles auch ein, wir haben das ja alles vorfinanziert oder die Arbeit reingesteckt und wir machen das auch gerne. Ja, das ist einfach auch total schön zu sehen, dass die Menschen sich für dieses Wissen begeistern und interessieren. Ja, und für viele das auch Unterstützung ist und Hilfe, ja, Orientierung gibt und viele neue Erkenntnisse bringt und auch so ein Gefühl
dass sich was bewegt, ja, in der Welt und in unserer Gesellschaft. Und das ist ja das Wichtigste, ja. Naja, es ist so eine Kombination aus Idealismus und Existenz, Existenzsicherung oder so, ne? Also, dass man da auch eben, dass es wirtschaftlich ist, ne? Okay, also das Symposiumspaket sei euch nochmal ans Herz gelegt. Irgendwann im Laufe der Tage könnt ihr euch ja mal ein bisschen da reinklinken. Jetzt möchte ich euch mal erzählen, was heute drankommt. Wir haben heute drei Beiträge, die heute Abend ab 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr dann ausgestrahlt werden. Ja, wieder eine wilde Mischung. Das erste ist Dr. Franz Alt zum Thema Ökologie. Dann Henriette Stärk, Diplompsychologin zum Thema Bildung. Und Gogo Ekaya, eine Sangoma-Heilerin im Bereich Spiritualität. Franz Alt dürfte einigen Leuten bekannt sein. Er hat 20 Jahre das Politmagazin Report in der ARD moderiert, hat dann später bei Dreisat noch Formate gehabt mit Dokumentationen, ja, und Magazinen. Und er hat ein tolles Buch mit dem Dalai Lama zusammen rausgebracht und eins mit Mikhail Gorbatschow. Also er ist da auf großer Bühne auch unterwegs mit ganz, ganz wichtigen und maßgeblichen Leuten. Und er ist schon über 80, Franz Alt, und ist so ein glühender Verfechter der Sonnenenergie. Und also er ist immer noch super enthusiastisch und voller Begeisterung dabei, so macht so sein Ding und ja, ist also überall unterwegs und spricht mit den Leuten und versucht da was für die ökologische Verbesserung der Welt, ja, für die ökologische Modernisierung und so zu erreichen. Ja, wir sprechen mit ihm über die Sonnenenergie, über die Situation der Umwelt und auch zum Teil über was Spirituelles, ja, weil es ist oft so, glaube ich, wenn die Menschen ein bisschen älter werden, kriegen sie vielleicht auch doch manche noch mehr Interesse an diesen sehr essentiellen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wo geht's hin? Wie können wir leben? Ja? Man hat schon so viele Erfahrungen gemacht im Leben und manches ist auch daneben gegangen, ne, logischerweise. Und ja, man hat so seine Blessuren und so, ne? Und aber man wächst auch an diesen Sachen, ja. Und da ist auch bei Franz Alt, glaube ich, diese Altersweisheit schon ganz gut durchgekommen. So. Was anderes jetzt zum nächsten Beitrag von Henriette Stärk ist eine ganz andere Sache vielleicht. Oder also sie ist ja eine Frau und sie ist Psychologin, Diplompsychologin und hat sich ganz viel mit der Kindererziehung oder mit dem Wesen des Kindes beschäftigt, die Seele des Kindes. Und also Henriette, das ist irgendwie so ein Kaliber wie die Paramjothi, ja, also so eine fühlende, beseelte, weibliche Stimme, ja, so eine ganz andere Herangehensweise an die Welt, an das Leben, auch sehr spirituell, sehr getragen von ihren inneren Prozessen. So, sie macht sehr viel Herzarbeit, körperzentrierte Herzarbeit und sie hat unheimlich schöne, einfühlsame Dinge zu berichten über die Welt des Kindes. Und das Kind ist ja, das ist ja total wichtig, ja, für unsere Gesellschaft. Weil da fängt ja die Gesellschaft an, ne? Wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir mit ihnen umgehen. Ja? Ob wir sie wertschätzen, ob wir sie lieben, respektieren, achten, ne? Diese ganzen Dinge. Das ist ja total entscheidend, ja? Für das, was dann diese Menschen, wenn sie erwachsen sind, aus ihrem Leben machen. Hm? Ja, also
Sie spricht aus einer ganz tiefen Seelenweisheit, finde ich. Und ich habe auch schon bei ihr einige Male die Herzarbeit praktisch gemacht. So, das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also wenn hier jemand in der Nähe von Berlin wohnt, sollte er sich bei ihr melden. Mal diese körperzentrierte Herzarbeit machen. Das ist so eine Arbeit der Gefühle, wo sich Schmerzen auflösen können. Ja, also ich bin da schon hingekommen mit verspanntem Rücken und Kopfschmerzen und Rückenschmerzen vom Computer. Und nach einer Stunde war es weg. Ja. Da kann ich 10-mal zum Chiropraktiker gehen oder 20-mal ins Fitnessstudio, da geht es nicht so gut weg. Ja. Und da sitzt man nur und geht in die Gefühle rein. Ja, man macht da gar nichts. Das ist nämlich spirituelle Realität. Ja. Das alles, was in unserem Körper passiert, irgendwo auch von unserer Psyche her kommt. Ja, also von unseren, also wie es uns geht, so vom Gefühl her, ja, vom Bewusstsein auch her, ja, und vom Unbewussten her. Ja. Und sie arbeitet da ganz viel mit dem Unbewussten. Also super bewusste Frau. Ganz, ganz zart und gefühlvoll, sensibel, fein, so sehr fein. So, und jetzt haben wir noch eine Frau auf dem dritten Sendeplatz, Gogo Ekaya. Da bin ich auch sehr froh, eine Vertreterin der afrikanischen Spiritualität. People of Color, also eine Schwarze. African American, sagt man da. Also sie lebt in den USA und hatte sehr, sehr viele psychische Probleme früher. So eine Art von Depressionen, aber auch Psychosen und so. Und weil ganz viele schlimme Dinge halt passiert sind in ihrem Leben. Ja. Missbrauch und rassistische Diskriminierung und Armut und so Sachen. Und wurde dann in der herkömmlichen Psychiatrie behandelt, ja, was überhaupt nicht gut funktioniert hat. Weiße Mittelstandpsychiatrie halt, ne, so, die hatten da auch kein Verständnis. So. Und sie hat dann eben diesen Weg zum Sangoma, das ist diese afrikanische Spiritualität, gefunden. Das hat sehr viel mit den Ahnen zu tun, ja, mit den Spirits der Vorfahren so. Und da war natürlich auch ganz viel im Argen, ja, weil die ganzen African Americans, Afroamerikaner, die sind ja als Sklaven verschleppt worden nach Amerika, nach USA und wurden halt von ihren Familien getrennt, ja, und irgendwie wurde diese Linie so unterbrochen, ja, so abgerissen, ja, und das ist sehr, sehr schmerzhaft im Unbewussten, das wissen die Leute oft nicht, ja, dass da natürlich dieses Trauma auch über Generationen hinweg vielleicht noch weitergeht und es ist ja ständig so, dass die halt verloren sind so ein bisschen, ne, weil sie halt eben diesen Anschluss an ihre Familie nicht haben so richtig, ne, und ich weiß, dass heute noch Menschen in Afrika auf der Suche nach ihren Verwandten sind, ja, die irgendwo auf der Welt zerstreut sind. Also da ist sehr, sehr viel Leid geschehen so und auch Unrecht. Ja. Und sie hat es aber für sich sehr schön aufgelöst. Wir sprechen da auch teilweise drüber. Und wir sprechen aber halt auch über diesen spirituellen Weg, ja, der afrikanischen Spiritualität, die oftmals, halt nicht so wahrgenommen wird. Ja. Wir sind ja hier in Deutschland oder in Europa, die alternativen Leute, die sich auch für New Age und Spiritualitäten so interessieren, ja, die gehen dann immer nach Asien, Indien und so weiter oder Tibet oder halt nach Lateinamerika, ne, zu den Indigenen. Aber sehr wenige Menschen beschäftigen sich mit dieser afrikanischen Spiritualität und ich glaube, das spiegelt auch so eine allgemeine gesellschaftliche Situation wider, dass eben gerade der afrikanische Kontinent immer noch der ist, der am meisten diskriminiert ist so, ne, und auch von rassistischen Vorwürfen unterschwellig immer wieder betroffen ist. Das haben sie eigentlich nicht verdient. Ne? Also in dieser Spiritualität ist auch sehr viel Schönheit, sehr viel Tiefe, sehr viel Herz und das kommt halt in dem Interview raus. Das wollten wir damit auch irgendwie herausarbeiten. So. Das war uns da wichtig bei der Sache und
ihr werdet sehen, also sie ist auch ein unheimlich herzlicher Mensch so und es hat eine große Schönheit, finde ich. Ja, soweit mal. Franz Alt und Henriette Stärk habe ich zusammen mit der Alice interviewt, die Gogo zusammen mit der Saskia, meine beiden Co-Pilotinnen so, ja. Ja, machen das ja zu dritt, das Symposium. Ich bin halt so ein bisschen, naja, schon der Initiator, so die Hauptkraft. Aber meine beiden Mitstreiterinnen hier sind da auch sehr engagiert dabei und haben auch viel dazu beigetragen, ja, zu der Vielfalt von dem Symposium und zu dem, ja, dass wir eben das Männliche und das Weibliche beides auch mit da mit dabei haben. So, ne? Das finde ich halt auch sehr, sehr schön, sehr wichtig, ja. Weil das ist ja auch ein wichtiger Teil des Lebens. Ne? Also das Weibliche und das Männliche und die Verbindung von beiden. Und so soll das auch sein in einer neuen Gesellschaft, ja, wo auch die Frauen eben nicht diskriminiert werden. Überhaupt nicht, bitte. Ja. Also es sind so tolle Wesen, ja, wenn ich das mal hier so sagen darf. Ja. Ja, die sind genauso wichtig wie die Männer. Ja. Also gibt es überhaupt gar keine Diskussion, finde ich. Ja. Probleme liegen da echt woanders. Ja. Das hat mit Mann und Frau nichts zu tun. Also wenn wir die Frauen ein bisschen mehr noch nach vorne bringen, geht es uns wahrscheinlich besser in der Gesellschaft. Ne? Gleichwohl würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir es ohne die Männer schaffen werden. Ja, also die brauchen wir auch. In diesem Sinne, danke ich euch fürs Zuschauen, Zuhören und wünsche euch heute sehr, sehr viel Freude, sehr viele Aha-Erlebnisse und Begeisterung bei den Videos, die jetzt noch laufen und dann bei denen, die ab heute Nachmittag kommen. Vielen, vielen herzlichen Dank.